Okay, 19 Uhr pünktlich, dann starten wir durch, würde ich sagen. Ja, auch einen schönen guten Abend nochmal in die Runde. Freut mich, dass ihr so zahlreich mit dabei seid. Ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Live-Webinar mit dem Thema Devisenhandel für Anfänger, Grundlagen und Vorteile. Für all die, die mich noch nicht kennen, die jetzt heute neu mit dabei sind, mein Name ist Andreas Fink. Ich bin Gründer und Trading Guide auf tradingforfreedom.com, wo ich als Vollzeit-Trader täglich mit meinen profitablen Handelssignalen für eben den Devisenmarkt vorangehe. Jeder, der ab sofort erfolgreich Vermögen aufbauen möchte, darf mir gerne folgen. Und ja, schaut einfach mal vorbei auf tradingforfreedom.com. Gut. Vielleicht noch eine Sache vorneweg. Die, die schon öfters dabei waren, kennen das. Da es beim Vermögensaufbau doch um ein persönliches Thema geht und ich meine persönlichen Erfahrungen und Eindrücke weitergebe, liegt es für mich einfach nahe, beim respektvollen Du zu bleiben und es zu verwenden. Vorneweg ein herzliches Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön an alle, die so zahlreich heute wieder mit dabei sind, die aber auch schon die letzten 5 Webinare mittlerweile dabei waren, sind viele dabei, die von Webinar 1 weg der ganzen Serie treu geblieben sind. Und das freut mich natürlich ungemein, weil es mir einfach zeigt, es kommt was rüber, ihr profitiert davon. Ja, finde ich einfach große Klasse. Aber auch an alle, die jetzt und heute an einem Donnerstagabend um 19 Uhr live mit dabei sind, herzliches Dankeschön. Natürlich auch danke an Banks Broker für die tolle Kooperation. Und ja, für die, die neu dabei sind, mein Ziel mit Trading for Freedom ist es im Endeffekt, dass ich dir zeige, wie du mit einem profitablen Trading-System ein verlässliches Einkommen erzielen kannst, ohne den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen. Wie du am meisten von diesem Live-Webinar heute mitnimmst, am besten Ablenkungen wie E-Mail, Skype, WhatsApp, Facebook oder andere Browserfenster schließen, das Handy auf Flugmodus stellen und ja, nimm dir selbst die Zeit, zu erfahren, wie du anhand von einer profitablen Trading-Strategie beziehungsweise jetzt heute für den Devisenhandel die wichtigen, notwendigen Informationen mitnimmst. In dem Live-Webinar heute lernst du, was genau ist Forex, wer handelt an der Forex, wann kann ich an der Forex handeln, du erfährst, wie du mit Devisen handelst, so die Grundprinzipien und warum du gerade als Trading-Anfänger oder als berufstätiger Trader im Devisenmarkt aktiv sein willst. Christian ist auch mit dabei. Guten Abend. Peter ist mit dabei. Hi. Gut, dann. Zu dem Thema Fragen, gerne her damit. Ich versuche das nach und nach jetzt in den Webinaren immer mehr einzubauen und auch immer wieder zu gucken, was gibt es an Feedback, was gibt es an Fragen von eurer Seite, weil das Ganze ist für euch gemacht und mit mehr und mehr Übung von meiner Seite schaffe ich es auch immer besser, auf eure Fragen und auf eure Wünsche einzugehen. Und deswegen her damit, schreibt es in den Chat rein, seid aktiv im Chat. Aber bitte eine Bitte. Themenrelevante Fragen. Also heute zu dem Thema Devisen und Grundlagen und Vorteile. Habt ihr andere Fragen zum Thema Trading und auch aus den vorangegangenen Webinaren sind vielleicht noch Fragen offen? Schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich schicke gerne Antwort dann darauf und das ist dann der beste und einfachste Weg zu kommunizieren. Dann für wen ist das Webinar heute? Also du bist hier richtig, wenn du Trading-Einsteiger bist. Für den der Devisenmarkt noch ein Buch mit 7 Siegeln ist. Aber er möchte gern mehr darüber lernen. Und kurz einen Schluck. Und ebenso bist du richtig, wenn du schon aktiv tradest, aber im Devisenhandel vielleicht noch nicht so unterwegs warst, schon überlegt hast, na, vielleicht könnte ich den einsetzen, um eben erfolgreich Vermögen zu sichern oder auch den Devisenmarkt für den Vermögensaufbau zu verwenden. Oder wie man eben den Devisenmarkthandel noch besser in seinen Alltag integrieren kann. Kurzum, wo auch immer du startest, was genau auch immer dein Standpunkt ist,
Die Erfolgsroute von einem Trading-Anfänger zu einem erfolgreichen Trader führt immer über eine Investition in Wissen, in Erfahrung, in Information und letzten Endes, wie wir es auch schon des Öfteren die Webinare jetzt zuvor angesprochen haben, ich brauche halt diesen Gewinnvorteil am Markt gegenüber den anderen. Und dafür ist meine Überzeugung, braucht man ein Trading-System, dass man diesen Gewinnvorteil immer und immer wieder täglich ausspielen kann. Das heißt, dann habe ich die Chance, aus einer Emotion als Trading-Anfänger, wo ich unsicher bin, wo ich ungewiss bin, wo ich vielleicht auch aus Hoffnung trade, steige ich mal ein, mal schauen, ich hoffe mal, dass es aufgeht, dass der Trade, dass die Aktie in meine Richtung läuft. Trifft es aber nicht so ein, bin ich schnell ängstlich, zweifelig, ich handle meine Meinung, ich handle Vermutungen und bin schnell aufgeregt, ärgere mich auch schnell. Und um das eben zu ändern, um als erfolgreicher Trader eben mit Gewissheit zu handeln, mit Sicherheit zu handeln, geduldig zu sein, auf die richtige Chance warten, diszipliniert auch zu warten, auch sich diszipliniert an seine Trading-Regeln halten, beständig, nachhaltig ein Einkommen zu erzielen und immer auch in vielleicht in stressigen Situationen hier und da mal einfach den kühlen Kopf behalten, weil man weiß, man hat das System, man kann sich auf das System verlassen. Und das sind so die um nochmal zu überreißen, wie kann ich denn von einem Trading-Anfänger zum erfolgreichen Trader kommen? Dafür muss ich ja irgendwo handeln. Und ich handle persönlich auf dem Devisenmarkt. Für viele ist der Devisenmarkt noch unbekannt, ist neu. Deswegen heute eben die Grundlagen und die Vorteile von dem Devisenmarkt. Genau ist die Agenda heute. Zum einen schauen wir uns an, was ist genau Forex? Was genau wird an der Forex gehandelt? Wer handelt an der Forex? Wann kannst du an der Forex handeln? Wie handelst du an der Forex? Und warum macht es Sinn, an der Forex zu handeln? Springen wir in den ersten Punkt rein. Was ist ein Forex? Was steht ein Forex? Forex steht für Foreign Exchange. Ja, das sind die ersten Buchstaben von Foreign, sind in Forex mit drin und Exchange. Zu Deutsch der Devisenhandel oder Währungshandel. Dafür steht Forex. Eine Frage an euch. Wer ist denn schon mal nach England, nach Großbritannien oder in die USA gereist? Wer war da schon mal im Urlaub oder auch geschäftlich unterwegs? Okay, hatte ich etwa schon mal. Sonst noch jemand in den USA oder in Großbritannien gewesen? Dieter war schon oft dort. Okay, auch die Elisabeth war schon dort. Okay, Stefan ist nicht so begeistert von den USA. Auch die Cervantes war schon dort. Dann habt ihr alle schon mal am Devisenhandel teilgenommen. Weil wenn ihr dort wart, habt ihr bestimmt Währung getauscht. Also Euros in Pfund oder Euros in Dollar getauscht. Oder früher vielleicht nochmal die deutsche Mark in US-Dollar getauscht. Das heißt, eigentlich seid ihr schon damit in Berührung zum Devisenmarkt gekommen. Das heißt, wer dort ankommt am Flughafen, kennt die Currency Exchange Boxen, wo man halt dort seine Travel Checks oder sein Bargeld in die jeweilige Währung wechseln kann. Heutzutage stehen da auch oft einfach Bankautomaten, wo man Geld abheben kann in dieser Währung. Aber auch da findet letzten Endes zum aktuellen Preis ein Währungswechsel statt. Und eine kleine Geschichte vielleicht am Rande. Ich war auch mal in den USA, schon einige Jahre her, und ich habe auch zu Beginn mir quasi Euros in Dollar gewechselt, um einfach Bargeld dabei zu haben. Aber ich hatte auch eine Kreditkarte mit dabei.
Und das, nach den 3 Wochen, die ich drüben war, habe ich eigentlich von dem Bargeld nicht wirklich viel gebraucht, wenn man drüben überall mit Kreditkarte zahlen kann und das auch gemacht habe. Und als ich dann nach den 3 Wochen wieder zurückkam, war durch die Kursveränderung es so, dass ich quasi noch mehr Euros zurückbekommen habe, als ich damals in US-Dollar getauscht habe. Nur, ich kann ja nicht immer in andere Länder reisen, um jetzt quasi von Währungskursunterschieden zu profitieren. Wie das aber jetzt machbar ist, auch für jemand, der berufstätig ist, auch für jemand, der hier in Deutschland sitzt, der Zugang zum Internet hat, der einen Computer hat, das möchte ich jemandem folgen aufzeigen. Gut. Der Devisenmarkt. Der größte Markt. Der größte Finanzmarkt überhaupt, mit 5 Billionen Dollar durchschnittlich täglichem Trading-Volumen. 5 Billionen Dollar täglich. Damit ist es auch ganz klar der liquideste Finanzmarkt. Wenn man dann zu die New York Stock Exchange, die Tokyo Stock Exchange oder die London Stock Exchange daneben stellt, mit Milliardenumsätzen täglich. Auch das ist schon viel. Aber im Vergleich zum Forex-Markt wirklich klein. Was genau wird denn an der Forex gehandelt? Ja, wie schon angesprochen, Devisen, Währungen werden gehandelt. Also Geld im Prinzip. Welche Devisen? Es gibt sogenannte Hauptwährungen, auch auf Englisch Major Currencies. Hauptwährungen aus den USA ist der US-Dollar, auch mit dem Spitznamen Buck. Dann aus Europa, klar der Euro, mit dem Spitznamen Fiber. Also wenn ihr mal im Internet über Buck, Fiber, Yen, Cable, Swissie und so weiter stolpern solltet, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was damit gemeint ist. In Japan wird der japanische Yen. Dann Großbritannien hat das britische Pfund, auch Cable genannt. In der Schweiz natürlich der Schweizer Franken, auch Swissie genannt. In Kanada der kanadische Dollar, Loonie genannt. In Australien der australische Dollar, Aussie genannt. Und in Neuseeland der neuseeländische Dollar, Kiwi genannt. Das sind die sogenannten Hauptwährungen. So, was ergeben sich daraus für Devisenpaare? Jetzt muss ich gerade schauen. Jetzt habe ich eins übersprungen. Ich habe ein paar Folien übersprungen. Macht aber nichts. Wir haben uns die Devisen angeschaut. Genau. Jetzt haben wir uns die Währungen angeschaut. Und um einen Überblick zu bekommen, was ist denn am meisten gehandelt? Also welche Währung wird denn am meisten gehandelt? Habe ich euch ein Diagramm mitgebracht. Unten sind auf der X-Achse die einzelnen Währungen aufgeführt. Also vom US-Dollar über den Euro zum japanischen Yen, zum britischen Pfund, zum australischen Dollar, der Schweizer Franken und der kanadische Dollar und eben der Rest, der so gehandelt wird an Währungen. Und auffällig ist hier, dass der US-Dollar die meistgehandelte Währung ist. Das ist nicht besonders überraschend, wenn man sich auch überlegt, dass zum Beispiel das Gold oder vor allem das Öl in US-Dollar gehandelt wird. Das heißt, jeder, der weltweit Öl einkauft oder Gold handelt oder Gold einkauft oder andere Metalle einkauft, die alle in US-Dollar gehandelt werden, der muss erstmal seine Landeswährung in die US-Dollar tauschen, damit er natürlich die Rohstoffe einkaufen kann. An zweiter Stelle kommt der Euro mit 39,1%, gefolgt von dem Yen mit 19%. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich, ups, irgendwie geht das aber doch nicht ganz auf. Bei 100% müsste noch normalerweise Schluss sein. Aber jetzt schon mal vorneweg, da bei jedem Handel quasi zwei Transaktionen stattfinden, nämlich wenn ich eine Währung kaufe, verkaufe ich gleichzeitig die Gegenwährung. Gibt hier die Summe 200% und deswegen passt es schon in der Grafik. Gut,
Jetzt haben wir uns die Hauptdevisen angeschaut. Welche Devisenpaare oder Hauptwährungspaare, auch auf Englisch Majors, gibt es denn am Markt? Das meistgehandelte, beziehungsweise, ja, fangen wir an mit dem Euro-US-Dollar. Das sind die Länder Europa, beziehungsweise die Eurozone und USA mit involviert, wird auch Euro-Dollar genannt. Dann haben wir als weiteres Major oder Hauptwährungspaar den US-Dollar, japanischen Yen. Also zwischen den Ländern USA und Japan, auch Dollar-Yen genannt. Dann das britische Pfund, US-Dollar, zwischen Großbritannien und USA, auch Pound-Dollar oder auch Cable genannt. Dann den US-Dollar, Schweizer Franken, also Dollar-Swissy oder auch Swissy genannt. Dann den US-Dollar zum kanadischen Dollar, also USA und Kanada. Auch Dollar Loonie genannt oder nur Loonie. Dann den Australdollar zum US-Dollar, auch Aussie-Dollar genannt oder Aussie. Und den australischen Dollar zum US-Dollar, den Kiwi-Dollar. Wie ihr seht, in jedem Hauptwährungspaar ist der US-Dollar mit drin. Was auch irgendwie klar ist, weil wir vorhin gesehen haben, der US-Dollar wird am meisten gehandelt von allen Währungen. Und jetzt wird auch klar, naja, wenn er in den ganzen Hauptwährungspaaren mit drin ist, wodurch das zustande kommt. Dann gibt es aber nicht nur Hauptwährungspaare, sondern auch sogenannte Cross-Währungspaare, also Major Cross-Currency Pairs. Und da gibt es einige. Ich habe mal für den Euro und für den japanischen Yen exemplarisch die aufgeführt. Also zwischen Europa bzw. der Eurozone und der Schweiz gibt es den Euro-Schweizer Franken, auch Euro-Swissy genannt. Zwischen der Eurozone und Großbritannien gibt es den Euro-Britischen Pfund, auch Euro-Pound genannt. Dann Euro zum kanadischen Dollar, auch Euro-Loonie genannt. Dann Euro-Australdollar, auch Euro-Aussie genannt. Und den Euro zum neuseeländischen Dollar, der Euro-Kiwi. Dann, wie gesagt, Hauptcross-Währungspaare zum japanischen Yen. Dann haben wir die Haupt- oder die drei meistgehandelten Währungspaare durch. Da haben wir den Euro-Yen. Wir haben in einer zweiten Zeile das Pound-Yen. Dann den Schweizer Franken zum Yen, also den Swissy-Yen. Dann den kanadischen Dollar zum japanischen Yen, auch den Loonie-Yen genannt. Dann den Australdollar zum japanischen Yen, den Aussie-Yen. Und den neuseeländischen Dollar zum japanischen Yen, den Kiwi-Yen. Gut, jetzt haben wir uns viele Währungspaare angeschaut. Schauen wir uns das Währungspaar an sich doch mal genauer an. Wie ist denn das Ganze aufgebaut? Ich habe exemplarisch hier mal das britische Pfund zum US-Dollar, auch Cable genannt, wie wir vorhin gesehen haben, als Beispiel genommen. Und prinzipiell steht links immer die Basiswährung. Und rechts die Gegenwährung. In der Basiswährung selber oder in der Währung selber sind Buchstaben, die wird mit Buchstaben abgekürzt. Die ersten zwei Buchstaben stehen für das Land. Also in dem Fall Great Britain und drüben in der Gegenwährung US für USA. Der dritte Buchstabe steht für die Währung des Landes. In dem Fall Pound. Also das Ganze dann steht dann für Great Britain Pound und hier hinten das D für Dollar, also der US-Dollar. Warum ist das wichtig zu wissen? Weil wir haben schon in den Webinaren zuvor uns über die Positionsgröße unterhalten, also die Frage nach dem, wie viel ich von einer Position kaufe oder auch verkaufe. Und im Devisenhandel wird die Positionsgröße einer Order in der Basiswährung getätigt. Also in dem Fall würde ich, wenn ich jetzt das britische Pfund zum US-Dollar Long gehen würde oder kaufen würde, würde ich mit einer Position zum Beispiel von 100.000, würde ich 100.000 Pfund kaufen und die Gegenwährung US-Dollar verkaufen. Die Gegenwährung ist wichtig, weil Gewinne und Verluste eines Trades
in der Gegenwährung berechnet werden. Also halten wir fest, die Basiswährung brauche ich, weil die Positionsgröße in der Basiswährung berechnet wird oder getätigt wird. Und die Gegenwährung brauche ich, auch um die Positionsgröße letzten Endes zu bestimmen, die richtige, weil dort die Gewinne und Verluste kalkuliert werden. Gut, jetzt wissen wir, was ist Forex? Wir wissen, dass Devisen an der Forex gehandelt werden. Also schauen wir uns Punkt 3 an. Wer handelt denn an der Forex? Und da kommen wir schon zu der ersten Besonderheit. Der Devisenmarkt ist nicht wie der Aktienmarkt irgendwo lokal. Der Aktienmarkt gibt es die Börse Frankfurt, die Börse München oder London oder New York, die Wall Street, ist alles lokal. Der Devisenmarkt ist nicht lokal, ist dezentral. Man spricht hier auch von einem weltweiten Handel. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Aufgebaut ist der Devisenmarkt eigentlich, ganz oben stehen die größten Banken. Das sind 7 oder 8 Stück, glaube ich. Und die sind untereinander vernetzt. Auch vernetzt über die Reuters-Maschine und über das EBS zu den Market Makers, zu den ECN-Brokers und auch zu uns als Retail-Broker, zu Hedgefonds, zu anderen kleineren Banken. ECN Brokers steht für, jetzt muss ich kurz überlegen, aber ich glaube Electronic Communication Network Broker. Also sprich, die haben einen Vorteil zu den Market Makern, beziehungsweise wenn du über den ECN Broker handelst, dann hast du direkt, wie auch Banks einer ist, dann hast du direkt Zugang zum Interbankenmarkt. Der ECN Broker, der verlangt eine Kommission im Vergleich zum Market Maker. Der Market Maker macht seinen Profit über den höheren Spread zwischen Ankauf- und Verkaufskurs. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Genau, Electronic Communication Network. Danke, Chris. Frage ist weit beantwortet, Alex? Perfekt, klasse. Also Interbankenmarkt. Die allergrößten Banken sind vernetzt und nicht lokal wie jetzt eine Börse. Das ist so der große Unterschied. Und eben Hedgefonds, Unternehmen jetzt auch, die haben natürlich über kleinere Banken oder halt direkt über Reuters bzw. über Market Makers Zugang zu diesem Interbankenmarkt und können dadurch ihre Dollarposition wieder zurücktauschen oder ihre Landeswährung in Dollar tauschen, um eben Rohstoffe, Produkte, Service, Dienstleistungen in der anderen Währung zu kaufen. Gut. Nachdem wir jetzt wissen, wer da so unterwegs ist, wer da handelt, ist die Frage, wann kann ich jetzt an der Forex handeln? Und ich habe da mal eine Grafik mitgebracht. Auch das unterscheidet sich zum Aktienmarkt doch erheblich. Am Devisenmarkt können 24 Stunden, 5 Tage die Woche gehandelt werden. Also ich habe hier in Deutschland, im Endeffekt geht es in der Nacht zum Montag geht's los. Da startet Sydney. Die sind uns ja, glaube ich, 10 Stunden circa voraus und geht dann komplett durch den ganzen Tag rund um die Uhr bis Freitagabend. Das heißt von Sydney über Tokio, über die London Session hin zur New York Session und wenn die New York Session dann hier drüben schließt, macht Sydney schon wieder auf und es geht weiter. Dann, wie kannst jetzt du an der Forex handeln? Schauen wir uns das mal im Detail an.
kurzen Schluck. Was du dafür brauchst, wir hatten das auch schon in den Webinaren zuvor mal angesprochen, aber hier nochmal für die, die auch neu dabei sind, was sind so die Grundvoraussetzungen? Gewinnvorteil anfangs schon erwähnt. Ohne einen Gewinnvorteil an den Markt zu gehen, würde ich nicht empfehlen, weil die Erfolgsaussichten einfach ja, sehr gering sind. Und wenn wir uns anschauen, dass 90% der Trader verlieren, empfehle ich es wirklich, und ich wiederhole mich da immer wieder, schafft euch einen Gewinnvorteil. Dann natürlich die Trading-Ausrüstung, also von der Trading-Hardware über die Trading-Software, über den richtigen Online-Broker, eine Handelsplattform. Natürlich brauche ich einen Zugang zu der Börse. Ich brauche Zeit, klar, einen Zeiteinsatz, der aber mit dem richtigen Trading-System wirklich minimiert werden kann. Dann, ich brauche ein Startkapital, ohne das geht es halt nicht. Und am besten eine Trading-Community, also quasi Mitstreiter, gleichgesinnte Trader, mit denen ich mich austauschen kann, wo man sich gegenseitig motiviert, inspiriert, unterstützt. Und das sind so ganz, ganz wichtige Erfolgsfaktoren. Dann, wenn man dieses Trading-System hat und ein passendes Positionsgrößenmanagement hat und natürlich selber auch das Wissen und das richtige Mindset hat, dann hat man die besten Erfolgswege auch, um erfolgreich an der Börse zu sein. Gut. Wie vorhin schon mal kurz erwähnt, Devisenhandeln heißt, dass wenn ich eine Währung kaufe, auch gleichzeitig die andere verkaufe. Das ist besonders deswegen, weil ja sonst eigentlich das anders abläuft. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe oder eine Anleihe kaufe oder auch Gold kaufe, dann tausche ich Ware gegen Geld. Und hier ist es Geld gegen Geld. Das ist vielleicht für viele ungewohnt, aber im Endeffekt auch nichts Weltbewegendes. Man muss es nur wissen, dass im Endeffekt, wenn ich einen Kauf tätige, auch gleichzeitig eine andere, also einen Kauf von der Währung tätige, auch gleichzeitig die andere Währung verkauft wird. Das heißt, wenn ein Broker zum Beispiel von einem Roundturn spricht, dann meint er genau das, dass gleichzeitig, wenn ich jetzt 100.000 Euro US-Dollar long gehe, dass ich gleichzeitig auch den US-Dollar verkaufe. Gut, sind wir schon beim Kaufen und Verkaufen, wie gerade schon erwähnt, gute Überleitung. Ich habe euch mal, oder beziehungsweise schauen wir uns das mal an einem Beispiel vom Euro-Dollar an. Ich wiederhole auch gerne Sachen, Begriffe, gerade wenn die jetzt neu sind, durch die Wiederholung fallen, oder könnt ihr die dann besser merken, euch besser merken. In dem Fall ist Euro die Basiswährung und der US-Dollar die Gegenwährung. Das heißt, wenn ich kaufe, dann kaufe ich die Basiswährung in Euro und verkaufe gleichzeitig die Gegenwährung. Man spricht hier auch vom Euro-Long-Gehen und was ich dafür tätige, ist eine Buy- oder eine Kauforder in der Trading-Plattform, in der Handelsplattform. Dann beim Verkauf ist es genau andersrum. Ich verkaufe die Basiswährung und kaufe gleichzeitig die Gegenwährung. In dem Fall, ich verkaufe den Euro und kaufe gleichzeitig den US-Dollar, wenn ich short gehe. Wenn ich den Euro short gehe. Das ist so die Begrifflichkeit. Das heißt, über eine Sell- oder Verkauforder in der Handelsplattform kann ich den Euro shorten. Dann, was auch wichtig ist, zu welchem Kurs kann ich das denn machen? Da kommt der Wechselkurs ins Spiel, auch der Preis, zu welchem ich eine Währung kaufe und die andere Währung verkaufe. Für eine Einheit der Basiswährung, also Euro, bekomme ich 1,087 Einheiten der Gegenwährung US-Dollar. Das bedeutet der Wechselkurs. Oder anders formuliert, ich muss 1,087 US-Dollar hergeben, um einen Euro zu bekommen. Also das heißt, auch an dem Wechselkurs sieht man, dass im Euro, der Euro zum Vergleich zum US-Dollar mehr wert ist.
weil ich mehr US-Dollar aufwenden muss, um einen Euro zu bekommen. Ich setze dann einen Transfer in die Trader Workstation, in die Handelsplattform. Ich habe euch da mal einen Ausschnitt von einer Kurslistenzeile quasi mitgebracht. Hier den Euro US-Dollar, passend zum vorherigen Beispiel. Gehen wir es auch nochmal durch. Also hier vorne ist das Symbol, das heißt Euro EUR.USD. Also hier steht das Währungspaar. Dann, ich habe es so eingerichtet, wie auch in den Tutorials und in dem letzten Workshop, den wir gemacht haben, gezeigt, dass dann der letzte Kurs bei mir angezeigt wird oder auch der letzte Preis, der gehandelt worden ist. Dann haben wir hier die Kursveränderung in Prozent. Das ist halt jetzt zufällig, dass es hier bei 0% steht. Also haben wir keine aktuelle Kursveränderung zum Vortageskurs. Dann kommt das Geldvolumen und ganz zum Schluss das Briefvolumen. Was heißt ein Geldkurs und Briefkurs? Hier drin sieht man es auch. Auch Englisch Bit oder Ask genannt. Das sind quasi, der Geldkurs ist der Kurs, zu dem Marktteilnehmer bereit sind, den Euro zu kaufen. Und der Briefkurs ist der Kurs genau, zu dem Marktteilnehmer bereit sind, den Euro zu verkaufen. Das Ganze nennt sich auch auf Deutsch Kursnotierung, also Geldkurs und Briefkurs, das ist die Kursnotierung, auf Englisch Quotes. Und die Differenz zwischen Geldkurs und Briefkurs nennt man auf Deutsch Kursspanne und im Englischen Spread. Zum Spread ist wichtig zu wissen, bei jedem Trade, den ihr macht, müsst ihr auch, egal ob ihr jetzt bei einem ECN Broker seid oder bei einem Market Maker seid, wo auch immer ihr handelt, ihr zahlt beim Kauf diesen Spread mit, diese Differenz. Warum ist das so? Naja, wenn ich jetzt zu 1,08741 kaufe und im gleichen Augenblick wieder verkaufen möchte, dann kann ich ja nur zu 1,08738 verkaufen. Das heißt, ich mache einen Verlust von meiner Positionsgröße mal dem Spread. Und deswegen zahle ich den bei jedem Trade mit. Und das ist, was viele aus meiner Erfahrung jetzt mit den Klienten, mit denen ich arbeite, und auch mit denen, die das Testabo gebucht haben und jetzt das Abo gebucht haben in den letzten Webinaren, wo die Frage kam, wie ist denn das mit dem Spread genau, wie muss ich das mit Wein kalkulieren? Auch hier an dieser Stelle nochmal die Info, die müsst ihr mitkalkulieren, diesen Spread. Gut, dann auch ein wichtiger Begriff oder beziehungsweise die Kursveränderung in Pips. Pips ist so ein ganz, ich habe die letzten Webinare schon mal hier und dort erwähnt, habe es mit dem DAX verglichen. Pips sind wie die Punkte beim DAX, also sprich die Veränderung im Devisenbereich, im Devisenhandel wird in Pips berechnet, die Kursveränderung. PIP steht für Prozent in Punkten. Wie schon erwähnt, Gewinne und Verluste werden in Pips berechnet. In den meisten Währungspaaren ist ein PIP die vierte Dezimalstelle nach dem Komma. Also wenn wir uns das Währungspaar Euro-US-Dollar anschauen oder Euro-Dollar genannt, dann ist der PIP die vierte Stelle nach dem Komma. Das heißt, der aktuelle Kurs ist bei 1,0870 und wenn der neue Kurs wäre 1,0871, dann hätte sich der Kurs um einen PIP verändert. Bei manchen Brokern, auch bei vielen mittlerweile, gibt es nicht nur den PIP, sondern auch den Zehntel PIP, also die fünfte Stelle nach dem Komma wird angezeigt. Ist eine klasse Sache, weil das natürlich den Spread verringert, die Kursdifferenz. Und wir behalten uns im Kopf, der Spread ist wichtig, weil den zahle ich immer beim Kauf mit.
Ausnahme gibt es natürlich auch, und zwar die Yen-Währungspaare, aber da gibt es nicht so viele. Deswegen ja, kann man sich das mit der vierten Stelle ganz gut merken. Aber der Yen ist die drittmeist gehandelste Währung. Kurzen Schluck. Das heißt, spielen wir das Beispiel auch mal im Yen durch. Und da ist es so, dass zum Beispiel der aktuelle US-Dollar-japanische Yen-Kurs, Dollar-Yen-Kurs bei 114,08 steht und auch so angezeigt wird. Und da ist der Pip die zweite Stelle nach dem Komma. Und wenn die dritte Stelle auch angezeigt wird bei den Brokern in der Handelsplattform, dann spricht man von einem Zehntel Pip, wie schon gesagt. Gut. Wieso zahlt man den Spread, Alex? Wie vorhin erwähnt, ich springe nochmal zurück, aber es ist wichtig, dass das hängen bleibt. Ich springe mal in die Kursnotierung rein. Wenn ich in dem Fall mich entscheide, den Euro-US-Dollar long zu gehen, dann kann ich den zu 1,08 hier zum Briefkurs kaufen. Das heißt, ich würde hier draufklicken in der Trader Workstation zum Beispiel und ich würde den Euro-US-Dollar bei 1,08741 kaufen. Wenn ich aber im gleichen Augenblick mich dann wieder entscheiden würde, den zu verkaufen, weil ich ja nicht weiß, wo bewegt sich das Ganze hin, geht es nach oben, geht es nach unten, und wenn ich den wieder verkaufen wollen würde, kurz nachdem ich ihn gekauft habe, könnte ich den nur zu 1,08738 verkaufen. Das heißt, die 3/10 Pip Spread, die ja zwischen Geldkurs und Briefkurs sind, die muss ich mitzahlen. Weil ich ja nicht mehr meinen ursprünglichen Kurs bekomme, einen Preis bekomme, den ich gezahlt habe für die Position, sondern weniger. Soweit verstanden, Alex? Aber wer da dran verdient? Der Broker natürlich oder der Market Maker. Je größer der Spread, desto größer der Verdienst. Weil der Market Maker, der hat hier einen deutlich höheren Spread. Wenn er zum Beispiel drei Pips hat oder zwei Pips hat im Euro-Dollar und der dir die Position zu 1,0874, na, der wird nicht die, bei dem hättest du nicht die Chance, die Position bei 1,08741 zu kaufen, sondern der wird quasi verlangen 1,08776 zum Beispiel oder 77. Wenn du es bei dem kaufst, dann kann der sich gleichzeitig ohne Risiko, die verkauft er dir ja. Der könnte sich gleichzeitig bei dem Interbankenmarkt bei 1,0874 die Position wieder zurückkaufen. Also der Spread von fast 2 Pips, der bleibt in der Tasche des Market Makers. Okay. Peter, ja. Market Maker ist ein gutes Geschäft, weil der verdient immer. Egal, ob du bei jedem Handeln verdient der. Gut. Pip haben wir besprochen. Schauen wir uns die Positionsgröße an. Auch Lots, Mini-Lots, Mikrolots, was heißt das genau? Nochmal zurück, wir erinnern uns in den Webinaren zuvor schon des Öfteren vorgestellt und erwähnt. Positionsgröße ist es, wie viel ich von einer Position kaufe. Die wird im Forex-Bereich oder im Devisenhandel in Lots oder in K. K für Kilo ist gleich 1000 angegeben. Also ein Lot ist eine Mengeneinheit im Forex-Kassamarkt. Und ein Lot entspricht 100.000 Einheiten oder 100 K. K für Kilo eben, der Basiswährung. Hier drüben in der Tabelle mal dargestellt, beim Euro-US-Dollar, was heißt denn das? Naja, wenn ich für 1 Euro eine Position im Euro-US-Dollar kaufe, also den Euro Long geht zu 1 Euro, dann bedeutet eine Veränderung von einem Pip eine Veränderung meines Kontostandes um 0,0001 Dollar.
Wir erinnern uns, Gewinn und Verlust wird immer in der Gegenwährung berechnet. Wenn ich jetzt einen Mikrolot handle, also 1000 Euro, wenn 1000 Euro den Euro long gehe und der Pip bewegt sich um eine Position nach oben, dann ist der Pip 0,1 Dollar, also 10 Cent wert. Handle ich hingegen einen Minilot, das sind 10.000 Euro, also wenn ich für 10.000 den Euro long gehe, und dann ist ein Pip 1 Dollar. Das heißt, mache ich 20 Pips Gewinn, habe ich 20 Dollar gewonnen. Mache ich 20 Pips Gewinn, genau, habe ich 20 Dollar gewonnen. Gut, und ein Lot, wie gesagt, sind 100.000 Euro. Also wenn ich ein Lot im Euro long gehe, dann ist jede Pip-Bewegung, jede Pip-Änderung 10 Dollar wert. Mache ich einen Gewinn von 72 Pips bei einer Positionsgröße von 100.000 Euro im Euro, dann sind es 720 Euro plus. Gibt es dazu Fragen? Das ist wirklich wichtig, warum ich das unterstreiche, weil ich weiß, dass viele, viele den Fehler machen und viel zu hohe Positionsgrößen fahren im Trading. Und gerade im Devisenmarkt, die jetzt neu dazukommen, ist mir wirklich ein Anliegen, dass die richtig die Positionsgröße berechnen können, entsprechend ihrem Risiko. Also halten wir fest, ein Lot entspricht 100.000 Einheiten, ein Mini-Lot sind 10.000 Einheiten der Basiswährung und ein Mikro-Lot sind 1.000 Einheiten der Basiswährung. Gut. Devisen handeln, Bestimmung der Positionsgröße. Weißt du, wichtig ist, gehen wir es nochmal durch. Das heißt, wir haben ein Beispieldepot von 10.000 Euro und wir sagen, wir fahren ein Risikomanagement von 1%. Das heißt, wir riskieren pro Trade 100 Euro. Gut. Wenn ich jetzt weiß, ich riskiere 100 Euro pro Trade, wie kann ich jetzt eine Positionsgröße im Devisenmarkt bestimmen? Na, was ich da erstmal brauche, ist ein Trading-System, das mir eine konkrete Trading-Chance ausspuckt. Die schon dabei waren in Webinar 3, meine ich was, die kennen das Beispiel schon. Aber lass uns mal kurz da drauf schauen. Im Endeffekt, was hier zu sehen ist, ist ein Chart im Euro-US-Dollar. Auch eine Trading-Chance, die ich quasi täglich meinen Kunden weitergebe, jedem, der mir über die Schulter schauen möchte. Und konkret ist sie deswegen, weil ich ein konkretes Einstiegslevel bereitstelle, ein konkretes Ausstiegslevel im Risiko und natürlich auch konkrete Ausstiege im Gewinn, Gewinnziel 1 und Gewinnziel 2. Aber um die Positionsgröße jetzt richtig zu bestimmen, brauche ich das Maß im Risiko. Also sprich, wie viel Pips Differenz besteht zwischen Einstiegskurs und Ausstiegskurs im Verlust, im Risiko. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich ziehe die Kurse voneinander ab. Durch die Differenz bekomme ich dann raus, dass ich 131 Pips Risiko habe in dem konkreten Beispiel von dieser Trading-Gelegenheit. Das heißt, ich weiß einerseits, ich will 100 Euro pro Trade riskieren und in diesem konkreten Fall so entsprechen die 100 Euro quasi 131 Pips. Okay, also habe ich zwei Informationen. Wie komme ich jetzt zu der dritten, nämlich zu meiner Positionsgröße? Schauen wir uns das mal an. Was würde das heißen, wenn man jetzt die Positionsgröße nicht berechnen könnte? Dann habe ich so eine grobe Schätzung, also die 131 Pips bei einer Positionsgröße von 1 Euro fahre ich ein Risiko von 0,0131 Dollar. Wenn ich 1000 Euro handle, also für 1000 Euro den Euro Short gehe, dann habe ich einen Wert des Pips bei 0,1 Dollar und bei 131 Pips sind es 13,1 Dollar, die ich riskiere, wenn ich diesen Trade mit 1000 Euro Positionsgröße mitmache. Riskiere ich 10.000 Euro, also gehe ich mit 10.000 Euro, kaufe ich oder gehe ich den Euro-US-Dollar mit 10.000 Euro Short, dann ein Pip ist 1 Dollar, riskiere ich 131 Dollar. Jetzt bin ich da schon drüber. Mache ich mir keine Gedanken und sage, nö, ich
gehe mit 100.000 Euro den Euro-Dollar-Short, da ist jeder Pip ja quasi jede Pip-Veränderung 10 Dollar wert, dann gehe ich ein Risiko von 1.310 Dollar ein in dem konkreten Beispiel. Das heißt, ich weiß, ich will maximal 100 Euro riskieren. Das Risiko sind 131 Pips. Wie ich das ausrechne, schauen wir uns das hier an. Die 100 Euro muss ich natürlich erstmal in den Gegenwährungskurs umrechnen, in dem Fall den US-Dollar. Dafür gibt es ja den aktuellen Wechselkurs. Das heißt, ich nehme die 100 Euro mal 1,0943. Das ist der Wechselkurs von dem Beispiel damals. Das heißt, ich habe ein Risiko von 109,43 US-Dollar. Und um da jetzt die Positionsgröße zu bestimmen, teile ich einfach diesen Wert durch das Risiko in Pips. Und wir wissen, die Pips werden ja quasi an der vierten Stelle nach dem Komma dargestellt. Das heißt, um die 131 hier einzutragen in Pips, sind es 0,0131. Man kann auch einfach diesen Stop-Loss-Kurs von dem Einstiegskurs abziehen, dann kommt man auch genau auf diesen Wert. Das heißt, hier weiß ich genau meine Positionsgröße, die ich eingehen muss. Das heißt, wenn ich die in Euro mit 8.353 Short gehe, also so und so viel Euros verkaufe, und ich werde in der konkreten Trading-Chance ausgestoppt, dann verliere ich maximal 100 Euro. Das kann ich damit sicherstellen. So. Was mich jetzt auch einige im Probeabo gefragt haben, ja, wie ist denn das? Muss ich dann 8.353 Euro auf dem Konto haben? Und da kommen wir auch zu einem großen Unterschied schon. Nee. Im Forex-Trading stellt dir dein Broker Fremdkapital zur Verfügung. Das kann natürlich, wenn man falsch damit umgeht, und da möchte ich auch ganz speziell darauf hinweisen, kann das natürlich ein Fluch sein, weil ich viel zu hohe Positionsgrößen fahre. Kann natürlich aber auch, wenn ich mit noch etwas kleinerem Konto neben meinem Beruf her erfolgreich Vermögen aufbauen möchte, kann es ein Segen sein, weil ich das Fremdkapital wie beim erfolgreich oder wie bei einem Startup oder wie bei einem Unternehmen, das sich fremdfinanziert, nutzen kann, um dadurch mit dem Hebel Vermögen erfolgreich aufzubauen. Gut. Bei Banks heißt es im Prinzip, Banks bietet einen Hebel von 40 an. Das heißt, für die Position von rund 8.000 Euro muss ich nur 200 Euro an Sicherheiten, sogenannter Margin, hinterlegen. Und damit haben wir jetzt auch die zwei Begriffe, die auch im Devisenhandel wichtig sind, nämlich Hebel und Margin mit reingebracht ins Spiel. Also Hebel ist quasi der Anteil an Fremdkapital, was der Broker mir zur Verfügung stellt, das ich nutzen kann, aber nicht nutzen muss, Gottes Will, aber gezielt einsetzen kann, zu meinem Vorteil. Und die Margin ist, was ich als Sicherheitsleistung bei dem Trade hinterlegen muss. Also wenn ich jetzt eine Positionsgröße von 8.000 Euro fahre, dann muss ich keine 8.000 Euro auf dem Konto haben, sondern es reicht aus, wenn ich 200 Euro an Margin dafür hinterlege. Kam das soweit klar rüber? Vielleicht ein kurzes Feedback. Die Zinsen, die ich dafür, weil ich ja eine Währung gleichzeitig verkaufe, beziehungsweise die andere kaufe, das sind nach einem ganz normalen Zinssatz. Das kannst du beim Broker nachschauen. Also da werden über Nacht, wenn er die halt jetzt, ja, die genaue Rechnung, ich glaube, die wird jetzt an der Stelle zu detailliert werden. Aber gute Frage, ich lasse es dann ins nächste Webinar mit einfließen, Alex. Aber für die Margin gar nichts. In dem Sinn, das gibt er dir so zur Verfügung. Okay, Richard, danke fürs Feedback. Der Broker ist ja, wenn er dir mehr Fremdkapital zur Verfügung stellt, und du dadurch höhere Positionen handelst, dann verdient er ja auch mehr an den Handelsgebühren. Also der hat ja schon was davon. Gut. Margin ist erklärt, Hebel ist auch klar. Springen wir allein in den letzten Punkt. Warum macht es Sinn für dich,
an der Forex aktiv zu werden. Ich habe das in sieben große Vorteile aufgegliedert. Springen wir in den ersten rein. Es ist perfekt für Berufstätige, weil die Forex 24 Stunden, 5 Tage die Woche geöffnet ist. Warum ist es so elementar? Der Paul fragt noch was, bevor wir da reinspringen. Wenn dieser Trade schief geht, wie groß ist mein Verlust? 200 oder muss ich dann auch für den Rest der Bank aufkommen? Nein. Dadurch, dass du den Verlust bestimmst du vorneweg, bevor du überhaupt im Markt aktiv wirst, Paul. In dem Beispiel setzen wir maximal für diesen Trade 100 Euro. Also 1% von unserem Trading Depot, was wir als Beispiel genommen haben, das 10.000 Euro groß ist. Das heißt, wir definieren vorneweg immer ein konstantes Risiko. In dem Fall 1% gleich 100 Euro. Das heißt, wenn dieser Trade ausgestoppt wird, sind 100 Euro weg. Geht er auf, so ist bei mir das Trading-System, wirst du immer deutlich mehr gewinnen, als was du einsetzt. Die Frage nach. Ne, die Margin heißt im Endeffekt nur, was das einen großen Unterschied macht. Ich komme da später noch bei den Aktien mit dazu. Ich nehme die Frage mit, Peter, beziehungsweise Paul. Ich nehme sie mit und ich erkläre sie ein bisschen an späterer Stelle. Also gehen wir rein, erstmal zu den Öffnungszeiten. Warum ist das elementar? Ja, weil, so wie es viele kennen, halt der normale Markt, wie jetzt der Aktienmarkt, gerade in Deutschland, der Xetra-Handel ist halt, der geht von 9 Uhr bis 17:30 oder 17:35 Uhr, da ist die Schlussoption. Aber wenn viele jetzt handeln wollen, die berufstätig sind, die haben halt in der Frühzeit zum Frühstück oder vor dem Job, in den Pausen oder nach Feierabend haben sie Zeit. Da haben aber dann Aktienmärkte meistens geschlossen. Und klar kann man sagen, okay, die US-Märkte haben ja offen, aber mit den US-Aktien ist man dann doch nicht so vertraut und handelt dann doch eher die deutschen Werte. Aber wenn die zu sind, oder wenn die Börse zu hat, dann tut man sich halt schwer. Genau, also sprich, Riesenvorteil, wenn ich den Devisenmarkt mit in mein Portfolio integriere, was das Trading angeht, habe ich halt viel mehr Chancen, das Trading auch in meinen Berufsalltag zu integrieren, in meinen persönlichen, was jetzt der Aktienmarkt nicht so einfach bietet. Zweiter Vorteil, auch für kleine Konten geeignet, weil Fremdkapital Hebel möglich. Schauen wir uns das mal im Detail an. Das heißt, wir haben gesagt, Banks bietet mir die Möglichkeit mit einem Hebel 40 und stellt mir Fremdkapital zur Verfügung. Das heißt, ich kann mit 1.000 Euro 40.000 Euro bewegen. Mache ich jetzt mit einer Position von 40.000 Euro 1% Gewinn, habe ich 400 Euro Gewinn. Klar, abzüglich der Handelsgebühren. Wie hoch die sind, schauen wir uns gleich im Anschluss an. Im Aktienmarkt tue ich mir dabei schwer. Ich brauche ein viel höheres Konto, viel größeres Depot. Klar, es gibt einen Beleihungswert, aber je nachdem, was ich für Aktien da drin habe, also für Penny Stocks kriege ich auch keine Beleihung. Für Blue Chips im DAX gibt mir die Bank so, ja, je nachdem, wie viel Erfahrung ich habe, aus Erfahrung zwischen 50 und 70% Beleihungswert. Aber im Endeffekt, ich habe keinen Hebel. Und wenn ich jetzt eine Position, die gleiche Position vergleiche, 1.000 Euro, und ich habe dann 1% Gewinn, dann ziehe ich da gerade mal 10 Euro raus an Gewinn. Das soll einfach verdeutlichen, wie, wenn man es clever einsetzt, mit einem profitablen Trading-System, wie man auch mit einem, sag jetzt mal, geringeren Startkapital, mit einem kleineren Trading-Konto, höhere Positionen und dementsprechend, wenn man das Risiko konstant und fix hält, natürlich auch höhere Gewinne erzielen kann. Ich schaue gerade auf den Chat. Genau, für Aktien gibt es CFDs, da hast du völlig recht.
Aber da kann ich auch mit Hebel arbeiten, das ist richtig. Jedoch, Aktien, wenn die Börse geschlossen ist und wenn du wirklich mit CFD handelst und dann abends auch handelst, auch gerade deutsche Werte, wie hoch ist da das Spread und wie relevant, sage ich jetzt, ist da der Aktienpreis oder den Kurs, was du da bekommst dafür, weil die Hauptbörse ja schon zu hat. Also aus meiner Erfahrung hat man da viel höhere Spreads, also die Kosten sind viel, viel höher. Und da die Hauptbörse zu hat, ja, ist halt immer dann über Nacht auch die Frage, wo eröffnet sie am nächsten Tag in der Früh? Gut. Geringere Handelsgebühren als dritten großen Vorteil. Schauen wir uns das mal konkret an. Nimm mal wieder das Beispiel von eben. Ich habe eine Position von 40.000 Euro. Im Forex-Markt muss ich dafür gerade mal 1.000 Euro Margin hinterlegen. Wenn ich eine Position über 40.000 handle, über Banks, zahle ich 8 Euro Handelsgebühren. Verkauf, also Kauf und Verkauf, schon mit eingerechnet. Handle ich Aktien, habe ich höhere Handelsgebühren. Wenn ich eine Aktienposition kaufe, in der gleichen Höhe, um es vergleichen zu können, von 40.000 Euro, zahle ich 0,14% von der Positionsgröße oder 56 Euro. Und dann kann man sich das natürlich vorstellen und hochrechnen, wenn man dann 50 Trades, 100 Trades tätigt, wie die Ordergebühren, die Handelsgebühren natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Oder spielen. Ja. Die Frage ist, wandert es in meinen Topf? Oder wandert es in das Portemonnaie vom Broker? Vierter Vorteil: Es gibt viel mehr Trading-Gelegenheiten. Im Devisenmarkt kann ich Long und Short handeln. Ich kann Trading-Chancen in steigenden, fallenden und in seitwärts in konsolidierenden Märkten, sagt man auch dazu, handeln. Trading-Gelegenheiten gibt es rund um die Uhr, weil die Börsen wie bei Sydney, Tokio, Europa und USA rund um die Uhr offen haben. Es gibt 120 Währungspaare, die ich handeln kann. Und für Aktien ist für die meisten, es gibt Möglichkeiten, die auch zu shorten, aber da muss man sie leihen. Und wenn es dann mal keine Leihen gibt für eine Aktie, dann kann ich sie auch nicht shorten. Aber für die meisten ist es halt, was Aktien angeht, nur Long möglich. Trading-Chancen sind hauptsächlich halt in steigenden Märkten vorhanden. Profitiert dann, wenn ich eine Aktie kaufe und der Markt steigt und ich sie höher wieder verkaufen kann. Und die Trading-Gelegenheiten sind halt beschränkt auf die normalen Handelszeiten, da das Xetra angeht von 9 bis 17:30 oder 17:35. Und ich kann dann, auch da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, ich kann halt eine tolle Trading-Strategie haben oder ein tolles Trading-System haben. Aber wenn ich das A in einem Markt handle, wo ich als Berufstätiger schwer habe, Zeit zu finden, das erfolgreich dort zu handeln, weil ich halt parallel in einem Meeting bin oder im Geschäft bin, tue ich mir schwer. Und genau. So, schauen wir uns den nächsten Punkt an. Bessere Risikokontrolle. Und das ist eigentlich schon wahnsinnig wichtig, wie ich finde. Das heißt, wenn man das jetzt mal vergleicht, Forex-Markt, Devisenhandel, Aktienhandel. Dadurch, dass rund um die Uhr gehandelt wird im Forex, gibt es keine oder ganz, ganz selten überraschende Kurslücken. Also wenn Kurslücken auftreten, dann meistens halt von Freitagnacht auf Sonntagnacht, dass da irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber dadurch, dass der Forex-Markt so liquide ist, gibt es da kaum Kurslücken. Und der nächste große Vorteil ist, dass Positionsgrößen ganz fein skaliert werden können. Also sprich, ich kann immer ein konstantes Risiko fahren von 1% zum Beispiel von meinem Trading Depot. Und wie wichtig das ist, haben wir in Webinar 2 gesehen, wo ich ein Beispiel gebracht habe. Und ich glaube, mittlerweile ist das Webinar 2 auch schon online gestellt. Also guckt es bei YouTube mal.
Da wird es, schaut euch das Beispiel an, was es für eine Auswirkung hat, wenn ich unterschiedliches Risiko gehe. Kurzum auf den Punkt gebracht, da ich nicht weiß, ob der nächste Trade ein Gewinner-Trade wird oder ein Verlierer-Trade wird, aber wenn ich unterschiedliches Risiko fahre und ich so erwische, dass bei einem Gewinner-Trade mein Risiko klein ist und bei einem Verlierer-Trade das Risiko groß ist, dann kann ich in 60, 70% der Fällen richtig liegen. Aber unterm Strich verliere ich einfach Geld, weil ich, wenn ich verliere, durch ein höheres Risiko, wenn ich verliere, deutlich mehr verliere, als was ich gewinne. Und das ist eben der Vorteil von einem Forex-Markt. Das heißt, ich kann sauber hinskalieren, ich kann genau auf das 1% Risiko hinfahren mit meiner Positionsgröße, weil ich halt 8.300 Euro auch verkaufen kann. Und wenn ich jetzt Futures handle oder Aktien handle, naja, eine Aktie kann ich nicht teilen. Also entweder kaufe ich eine Münchner Rück oder eine Allianz zu 150 Euro, aber da kann ich halt nicht so fein die Positionsgröße bestimmen. Und dementsprechend ist mein Risiko nicht immer ganz konstant. Devisenmarkt ist super cool, weil ich habe keine Korrelation zu anderen Märkten großartig. Wenn ich jetzt Aktien handle und der DAX steigt, naja, dann steigen auch die DAX-Aktien. Fällt der DAX, fallen die Aktien. Und wenn ich jetzt mehrere DAX-Aktien handle, dann habe ich halt eine starke Korrelation. Hängt halt von dem Gesamtmarkt ab. Steigt der nach oben, zieht es alle Aktien nach oben oder die meisten. Fällt der, fallen aber auch alle, die ich im Portfolio habe. Im Devisenmarkt habe ich das nicht. Da kann der Euro steigen und der US-Dollar, japanische Yen fallen. Also da gibt es keine großen Korrelationen. Und da der Devisenmarkt so riesig groß ist, wie wir gesehen haben, und so viele Marktteilnehmer dabei sind, kann er natürlich jetzt auch nicht von einigen oder wenigen manipuliert werden. Im Aktienbereich, also gerade auch aus meiner Erfahrung, gerade im Penny-Stock-Bereich, das ist oft Manipulation pur. Und da kann gecornert werden und da können Märkte, ja, also gibt es einige Beispiele, auch VW ist das so ein Beispiel, wo viele, die leer verkauft haben, gecornert worden sind und plötzlich war der VW-Aktienpreis bei über 1000 Euro. Ein bekanntes Beispiel ist dann der, wie heißt der aus Baden-Württemberg? Ah, fällt mir jetzt nicht ein, der dann damit überhaupt nicht klargekommen ist. Merkle hieß er, Adolf Merkle, genau. Der mit Ratiopharm und da ein riesen Konglomerat an Unternehmen aufgebaut hat und in der Spekulation unglaublich viel Geld verloren hat. Schweizer Franken, klar, wenn natürlich die Notenbank da die Unterstützung aufhebt, kann auch da was passieren, klar. Aber wenn mit einem richtigen Positionsgrößenmanagement und mit einem vor allem richtigen Risikomanagement, den meisten ist da was passiert, die viel zu hohe Positionen hatten. Gut. Kurslücken, schauen wir das mal an. Gerade letzten Sommer, ja. Im Kassamarkt im DAX, also die sind häufig zu finden. Natürlich gibt es jetzt nicht bei Brexit nicht immer diese Riesenkurslücken, aber wenn man sich da jetzt mal den DAX anschaut und ihr könnt es gerne mal in Euro-US-Dollar-Chart anschauen, wenn man da long war und Stops im System hat, die werden halt ausgeführt, weil durchgehandelt worden ist. Das ging zwar auch rasant nach unten, trotzdem war genügend Liquidität da im Euro, US-Dollar bei Brexit. Du bist aus den Positionen rausgekommen und bist zum DAX Long gewesen. Da kam die Ernüchterung dann oft am nächsten Tag in der Früh, wenn man dann sich das angeschaut hat und die Kurse aufgemacht haben. Da war plötzlich eine 1000 Punkte Kurslücke da. Und bist du da überhebelten Aktien drin und die Aktien sind plötzlich weniger wert, weil du vorhin auch CFDs angesprochen hast. Tja, da kommst du halt nicht raus. Und das ist das Risiko, was du mit dem jeweiligen Markt, was man halt kennen muss.
Und wenn man Märkte handelt, die durchgehend offen sind, wie jetzt Devisenhandel, kann ich dieses Risiko minimieren. Und das ist immer meine Rede. Ich muss immer, das ist das, was ich managen kann im Trading, mein Risiko. Das kann ich managen aktiv. Wo der Kurs hingeht oder was da passiert, das, ich habe keine Glaskugel, das weiß ich nicht. Aber das Risiko kann ich managen. Und deswegen lege ich da so viel Wert drauf, auch den richtigen Markt zu finden, gerade für Trading-Anfänger, indem man halt besser das Risiko kontrollieren kann. Gut, so. Dann, heutzutage gibt es natürlich einen super einfachen Zugang im Markt. Es gibt zahlreiche Online-Broker wie Banks, die direkt auch Zugang zum Interbankenmarkt haben. Dadurch, dass der Zugang so direkt ist, gibt es präzise Orderausführungen in Echtzeit. Im Forex-Bereich erhältst du kostenfreie Kursdaten und es ist kaum Slippage da. Das heißt, Slippage ist zur Erklärung für die Anfänger, ist, wenn ich jetzt quasi zu einem bestimmten Preis verkaufen möchte, aber der Preis nicht ganz genau ausgeführt wird, sondern halt, wenn ich eine Stop-Order eingebe, ein Pip oder einen halben Pip oder zwei Pip drunter ausgeführt wird oder drüber ausgeführt wird. Das ist Slippage, wo ich im Endeffekt halt einen Tick schlechter ausgeführt wird wie geplant. Kann man aber auch, da die Liquidität so hoch ist im Devisenmarkt, mit einer Stop-Limit-Order umgehen. Es gibt keine Teilausführungen, wie vielleicht am Aktienmarkt, durch die hohe Liquidität, also gerade als Retail-Trader, also als Privat-Trader. Mit unseren Positionsgrößen werden wir da sofort in Echtzeit ausgeführt. Ja, was den Aktienmarkt angeht, wie gesagt, bin ich beschränkt halt auf die Handelszeiten. Die Kurslücken sind über Nacht eben möglich und erhöhen mir das Risiko, können teilweise richtig teuer werden. Aktien können nicht geteilt werden. Das heißt, ich habe ein wechselndes Risiko pro Trade und halt ich habe die Korrelation zwischen dem DAX und zwischen den Einzelaktien. Also ich habe ein gewisses Klumpenrisiko, was ich mir da einkaufe. Gut, das heißt, zusammengefasst, mit dem Devisentrading sind meine Tradingziele greifbar und erreichbar, weil ich eben durch den Handel 24 Stunden, 5 Tage die Woche in der Früh die Möglichkeit habe, abends die Möglichkeit habe, in den Pausen die Möglichkeit habe, viele Trading-Chancen wahrzunehmen. Das heißt, ich kann in steigenden Märkten, ich kann in fallenden Märkten, ich kann in Seitwärtsmärkten profitieren. Ich habe deutlich geringere Handelsgebühren, wenn man die Positionen fair vergleicht. Ich habe es, wie schon erwähnt, rund um die Uhr, 5 Tage die Woche ist der Markt geöffnet. Das heißt, egal ob ich jetzt Frühschicht, Spätschicht, Tagesschicht arbeite, ich kann es in meinen Alltag integrieren, was sehr, sehr wichtig ist, weil ich in der Zusammenarbeit, gerade im Coaching, immer wieder erlebt habe, die wollen unbedingt dann Aktien handeln oder den DAX Future handeln, sind aber berufstätig und haben dann nicht wirklich die Zeit und die Ruhe, schauen dann immer wieder auf ihr Handy, auf ihr Smartphone und das funktioniert nicht wirklich. Lieber mit Ruhe sich abends hinsetzen oder in der Früh hinsetzen. Und dort auch in liquiden Märkten handeln und nicht zwischen Meetings kurz die Kurse checken oder vielleicht sogar noch eine Olle aufgeben. Genau, und eben durch die bessere Risikokontrolle, und ich hoffe, das kam raus, kannst du eben teure Trading-Fehler vermeiden. Dadurch, dass ich immer gut dieses konstante Risiko fahren kann, die Positionsgröße ganz fein skalieren kann. Und das sind einfach die Riesenvorteile. Klasse. Dann sage ich mal vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich nächsten Donnerstag, dich wieder im nächsten Webinar, das ist der 18.05. um 19 Uhr weiter unterstützen zu dürfen. Da geht es um den Devisenhandel für Anfänger, Marktanalyse und Tradingstrategie. Da springen wir auch rein in konkrete Charts, wie man Charts analysiert, wie man Devisencharts analysiert, wie man daraufhin eine Trading-Strategie erfolgreich anwendet, mit der Trading-Strategie Einstiegssignale, Ausstiegssignale generiert,
mit einer hohen Trefferquote, mit einem profitablen Chance-Risiko-Verhältnis. Das sind Themen, die wir uns dann nächsten Donnerstag anschauen. Der Link hier unten ist eingeblendet, aber ich stelle ihn auch nochmal in den Chat hier rein. Das ist der Link zum nächsten Webinar, nächsten Donnerstag. Würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr mit dabei seid. Infos zu Trading for Freedom gibt es auch. Genau. Gerne, Peter. Gibt es zum Abschluss noch Fragen? Sind irgendwelche Fragen offen geblieben, nicht beantwortet? Okay, Stefan. Stefan, vielleicht noch kurz zur Info für dich. Ich weiß nicht, ob du auf dem Verteiler drauf warst. Ich habe jetzt angefangen, die ersten Short-Videos, also so zwischen 7 und 12 Minuten von den letzten Webinaren komprimiert zusammenzufassen. Auch gerade was die Trader Workstation angeht, die habe ich verschickt. Findest du bei mir auf der Seite beziehungsweise auf YouTube. Danke, Amanda, fürs Feedback. Für all die den Inhalt von heute und auch von den letzten Webinaren sich anschauen wollen, ich glaube, die ersten zwei Webinare sind komplett schon online. Ich versuche aber, da bin ich jetzt eben dabei, die Webinarinhalte so auf 7 bis 12 Minuten Videos runter zu komprimieren und auf den Punkt zu bringen. Am besten meldet euch kostenfrei bei mir auf der Seite an. Als Member bekommt ihr dann immer sofort dann das Update, wenn ein neues Video online gestellt wird. Auch alle zukünftigen Videos, da habt ihr Zugriff drauf und das alles kostenfrei. Also ja, könnt nichts verlieren, habt nur viel zu gewinnen an Infos, an Informationen, an Erfahrungen. Und ja, kommt's vorbei, kommt's auch in die Community, wo wir uns täglich austauschen. Und ja, also wenn dich der Devisenhandel jetzt, wenn er dich neugierig gemacht hat oder ja, dann freue ich mich auf nächsten Donnerstag. Da geht es dann ins Detail in die Marktanalyse und in die Trading-Strategie. Meinst du mit Christoph, meinst du das Startkapital oder meinst du? Gerne, Paul, danke. Okay, Startkapital. Ich sag, es gibt zwei Wege. Es gibt einen Weg, wo du sagst, okay, ich melde mich bei Trading for Freedom mal an, teste die Signale, guck mal, wie ich dazu mit zurechtkomme und will lernen. Da kannst du mit einem Startkapital anfangen, sag jetzt mal ab 3.000 €, macht es ja sowas in der Richtung Sinn. Macht aber auch ein Demokonto Sinn. Wenn man sagt, ich will nur lernen. Wenn du damit ab sofort Vermögen aufbauen möchtest, empfehle ich eine Kontogröße von 10.000 €. Warum ist das so? Weil je höher die Kontogröße, desto weniger spielen die Ordergebühren eine Rolle. Und mein Ziel ist es, euch nicht irgendeinen Service oder irgendeinen Dienst zu verkaufen, sondern wirklich, wenn ihr euch entschließt, mit Trading for Freedom gemeinsam, also quasi mir über die Schulter zu schauen tagtäglich, mein Ziel ist es, euch wirklich nach oben zu bringen, einen Höhenmeter zu machen auf dem Vermögensgipfel, also sprich erfolgreich Vermögen aufbauen. Und dazu ist es notwendig, dass natürlich die Kosten und die Erträge Sinn machen für euch. Deswegen Startkapital 10.000 €, um langfristig erfolgreich Vermögen aufzubauen. Lernen könnt ihr mit einem Demokonto oder könnt ihr mit einem geringeren Konto, um jetzt die ersten Erfahrungen zu sammeln, wie ich die Trades eingebe in die Handelsplattform. Es macht einfach nur Sinn, bis die ganzen Routinen sitzen, das auch mit kleinem Geld mal zu testen, zu probieren. Dann stellt man schon fest, ist es was für mich, ist es nichts für mich.
Das machen viele. Genau, Richard. Freut mich. Also ich stelle auch mal den Link rein. Wer möchte. Hier kommt er zu den Testabos oder Testabo zu den Trading-Signalen. Völlig risikolos, ihr könnt sie jederzeit kündigen. Das Ganze ist für eine Handling-Pauschale von 1 Euro, könnt ihr das testen. Und ein großer Tipp von mir, wenn ihr testet, meldet euch auch gleich für die Community kostenfrei an. Die Community wird euch immer kostenfrei bleiben. Wenn ihr Fragen dann habt zu den Testsignalen, ich bin am schnellsten und einfachsten über die Community eben zu greifen. Schreibt mir einfach die Fragen da rein oder schreibt mir eine E-Mail, aber am einfachsten ist die Community, weil ich die ständig bei mir habe und da am schnellsten darauf reagieren kann. Freut mich, Christoph. Klasse. Ja, Stefan, ja, die Zeit, ich weiß. Aber die Videos lohnen sich. Vielleicht für die, die interessiert sind. Stellen wir auch den YouTube-Channel hier rein. Das sind schon die ersten Videos online. Ich weiß, es sind noch nicht alle, die kommen nach und nach. Mir ist wichtig, die Qualität passt. Das heißt, auch jetzt die Erklärungsvideos für die Trader Workstation, wie ihr euch die richtig einrichtet, wie ihr das Spaltenlayout euch richtig zurechtlegt, wie ihr die Kursliste im Forex, im Devisenbereich erstellt, wie ihr quasi von diesen Profi-Order-Funktionen profitieren könnt. Mir ist wichtig, die Schritt-für-Schritt-Erklärungen sind sauber, sind leicht verständlich und ihr könnt es umsetzen. Und da ist, ja, da siegt einfach immer Qualität über Quantität. Die anderen kommen nach und nach und so auch jetzt zu den Webinaren. Ich versuche auch die Inhalte in kleinere Videos runterzubrechen. Und aber ja, mein Hauptjob ist halt das Trading, das erfolgreiche Trading. Das bin ich mir selber und natürlich auch meinen Kunden schuldig. Und da liegt natürlich klar das Hauptaugenmerk drauf. Und alles, was noch an Zeit übrig bleibt, unterstütze ich gerne und gebe auch die Videos gerne raus und produziere die auch gerne. Aber wie gesagt, ich habe halt einen Anspruch an eine gewisse Qualität, was die Trading-Signale oder auch was die Videos angeht. Und dafür, ja. Dauert es manchmal hier und da eine Minute länger. Alex, komplette Webinaraufnahmen findest du bei Banks Broker, zumindest mal zu den ersten 2 Webinaren. Die kannst du dir anschauen, falls du das nochmal anschauen möchtest. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Alright, Feierabend klingt gut. Super, dann ich hoffe, ihr habt euch alle angemeldet fürs nächste Webinar, nächsten Donnerstag. Da geht es, wie gesagt, um die Marktanalyse, Trading-Strategien. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Dann würde ich sagen, machen wir heute einen Cut, beenden wir das Ganze heute. Nochmal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Teilnahme, auch für die rege Chat-Teilnahme. Finde ich immer klasse, wenn ich Feedback bekomme. Und wie gesagt, das Ganze ist für euch. Macht's was draus. In diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag. Tschüss, schönen Abend.